dass die Situation, in der wir jetzt sind, dass diese Herausforderung, dass die nur so zu schaffen ist, indem man sagt, let's face it, es ist eine Anstrengung, es bedarf Unterstützung. Jammern, mit Jammern wird nichts besser. Hallo zu On the Grid. Vor mir steht die Frau Magister Stolzsitz, auch bekannt als Volksanwältin jahrelang, kann man ja so sagen, also auch von entsprechend gleichnamiger Fernsehsendung, die jetzt Bürgeranwalt heißt. Was machen Sie derzeit, weil Sie sind jetzt im Unterrichtsministerium tätig, und was ist Ihre Aufgabe auch im Bereich der Flüchtlingsbetreuung, respektive zum Thema Migration und Integration? Also ich bin seit letzten Sommer Flüchtlingsbeauftragte der Frau Bundesministerin für Flüchtlingskinder in den Schulen. Diese Funktion ist vor allem eine Koordinationsfunktion, einerseits intern bei uns im Ministerium, andererseits dann natürlich auch, was jetzt die Landesschulräte angeht, also die 8 Landesschulen, den Stadtschulrat Wien. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ein dritter Punkt, der zu meinem Aufgabenbereich gehört, ist Kontakt und Kommunikation jetzt auch mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs vor allem, die im Flüchtlingsbereich tätig sind, aber auch mit anderen Ministerien. Last but not least ist ein ständiger Informationsprozess an die Frau Ministerin und ich bin so ein bisschen so wie Außenposten, um dann direkt zu ihr zu berichten, also was ich, wenn ich in den Bundesländern bin und in Schulen bin, was ich erfahre. Und wie sehen Sie derzeit das Thema Flüchtlingspolitik in Österreich und was ist sozusagen Ihr Beitrag, die Situation zu verbessern? Also ich arbeite jetzt ausschließlich sozusagen für Schule und Flüchtlingskinder in den Schulen. Also ich würde sagen, das, was meine Arbeit sozusagen besonders jetzt auszeichnet, ist, dass es in den Schulen keine so Hyperventilationen gibt und keinen Schrei nach Überforderung, sondern ich erlebe hohe Professionalität in der Schule, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass es Flüchtlingskinder in den Schulen gibt. Also die österreichische Schule hat sich in den letzten Jahrzehnten da sehr viel Know-how angeeignet. Man will schon fast sagen, eine Tradition. Ja, weil es viel Zuzug in den letzten Jahrzehnten nach Österreich gegeben hat und die Kinder kommen dann in die Schule und dort sind sie dann Schüler und Schülerinnen wie alle anderen. Und eben keine Flüchtlinge, das haben Sie vorher genau betont. Und mir ist das ganz, ganz wichtig, dass ein Kind, wenn es in der Schule ist, nicht nur gesehen wird als Flüchtling, sondern als Schüler, Schülerin. Ja? Wiewohl natürlich der Umstand, dass Kinder mit Fluchtbiografien ganz manchmal besondere Bedürfnisse haben, weil die haben Dinge erlebt, die können wir uns gar nicht vorstellen und das kann sich natürlich dann auch in der Schule auswirken. Das ist für die Pädagoginnen und für die Lehrkräfte in den Schulen dann vielfach eine große Herausforderung. Da braucht es mehr Unterstützung auch für das System Schule, jetzt im sozialpädagogischen und im sozialarbeiterischen oder auch im psychologischen Bereich. Das ist auch der Frau Ministerin ganz wesentlich, dass wir hier mehr Unterstützung bieten. Aber die Kinder als solches haben als erstes einmal das Bedürfnis, Deutsch zu lernen, damit sie in der Schule sozusagen genauso so viel lernen können wie die anderen auch. Und Unterrichtssprache in Österreichs Schulen ist Deutsch, darum ist Deutschförderung sozusagen einmal ein Hauptaugenmerk, jetzt auch in meiner Arbeit, um hier die nötigen Ressourcen auch so zu verteilen, dass sie dorthin kommen, wo tatsächlich jene Kinder die Sprachförderung brauchen, weil sie neuen Schulsystem kommen, dass die sie auch bekommen. Zur Sprachförderung habe ich aber auch noch eine Frage, weil ich immer wieder mit Pädagogen spreche und selber auch ein Vertreter der Muttersprachenversorgung bin. Ist das jetzt auch schon ein Thema oder wird das erst in den nächsten Jahren kommen? Nein, also ich glaube, es ist jetzt ein Thema, dass die Kinder, die neu in die Schule kommen, jetzt Deutsch lernen. Aber gleichzeitig, und das sage ich immer wieder,
Die Kinder können eine Sprache, nämlich ihre Sprache. Und die Pflege sozusagen der Muttersprache und auch zusätzlicher muttersprachliches Angebot in den Sprachen jener Länder, aus denen die Kinder kommen, das ist ganz, ganz wesentlich. Also wir werden in den nächsten Jahren sicher mehr Muttersprachenlehrer und Lehrerinnen brauchen, weil wir eben 10.000 Kinder mehr, die eine andere Sprache als Deutsch sprechen, in den österreichischen Schulen haben. Und die sprachliche Diversität und die Förderung der sprachlichen Diversität, das ist auch eine ganz eine wichtige Aufgabe der Schule. Also die Muttersprachen zu fördern, Sprachkenntnisse, also die Palette, also von Sprachen, die es in Österreich gibt, ist ja riesig. Also insgesamt wird in 26 Sprachen Muttersprachenunterricht in Österreich angeboten. Also da sieht man, dass die Schule ist nicht eine sozusagen eine eintönige, eine sprachlich eintönige, sondern die ist jetzt schon sehr bunt. Und das ist, glaube ich, ja ein Wert an sich, ja? Weil jede Sprache, die man kann, ist ein Schatz. Und da sind, das ist jetzt ein Aspekt dieser neuen Situation, dass es so viel Zuzug ins Schulsystem gibt, der sich langfristig natürlich dann auch zu Buche schlägt. Also wir haben möglicherweise in 10 Jahren oder in 15 Jahren viele neue Lehrer, die mehrsprachig sind. Das sind ja zumindest jetzt auf die längere Frist positive Aussichten. Ja, also ich glaube, dass die Situation, in der wir jetzt sind, dass diese Herausforderung, dass die nur so zu schaffen ist, indem man sagt, let's face it, es ist eine Anstrengung, es bedarf Unterstützung. Mit Jammern wird nichts besser. Schönes Schlusswort, weil Granteln hat noch nie was gebracht. Genau. Frau Magister Steilsitz, danke fürs Interview und schon einen gute Heimfahrt nach Wien. Ja, danke vielmals. Danke. Danke vielmals.